das ist wahrscheinlich die normale Version. Ja. Die Deutschen sind da ja ein bisschen pussierhaft. Du erschossen wenigstens ist es halb so wild, weißt du, von Polizisten. Ja, ja, du bist ja der Böse, du bist ja Mafiosi. Ja, okay, stimmt. Familie umgebracht. Ich dachte gerade so mit einer Handbremse. Bams! Guten Tag. Zum Glück hast du diese Typen erledigt. Ja, ja, die Polizisten waren schlimmer als Gangster. Ja, wenn du wüsstest. Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das dem Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, dank für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Auf Wiedersehen, Mister. Das ist ein hässliches Kind. Oh, wenn ich so ein Kind und hätte, vergiss ne? nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Polly mich eines Tages umlegte. Tja, vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag. Ich hab sowas wie einen besten Freund gar nicht mehr. Du bist eigentlich der, mit dem ich jetzt so am meisten zu tun hab noch. Abgesehen von der Julia, aber die Kette, ich, ja, das ist eine andere Kategorie. Das ist ja niemals der gleiche Sport. Der was anderes Sport. So. Das Lustige ist, nachher, wenn du einen Renno jagst, ja. Dann sind. Meinst du am Flughafen oder was? Ja, genau. Dann fährst du ja mit dem Auto hier rum, dann sind diese Poller nämlich nicht mehr da. Dann kommen nämlich Sam und Polly hier rausgefahren und fangen dich da vorne ab. Ja. Gut aufgepasst. So. Nimm mal den einfach. Stehst du auf Polizeibahn, kann das sein? Ja, war jetzt kein anderer da. Nein, ich kein anderer da. Ich stehe ungefähr 1000 Autos. Ja, dann muss ich das aufbrechen. Achso. Ist jetzt noch was für uns? Ich glaube jetzt, wir müssen jetzt erst zur Bank fahren, die Bücher holen. Und diese Bank ist hinterher die Bücher. Hätte sie die Scheiße sparen können. Direkt jetzt überfallen, ne? Genau. Du hast gespoilert. Oh, Ego-Perspektive. Oh. Action-Kamera! Jetzt stirbst du, musst die ganze Mission nochmal neu machen. Das geht nicht bei Frage, die Info man. Das ist A-Team. Genau. Das habe ich schon mal mitgenommen. Oh, oh. Mein Gott, war ja knapp. Was hast du so? Ich hab's vergessen. Ob ich irgendwas mitgenommen habe. Achso, ja, genau. Sah so aus. Weil ein bisschen schlackert ein bisschen. Das ist cool. So die Motor auch. Man sieht so ein bisschen so wie so bei einem Ego-Shooter. Weißt du, so Kim und Korn-mäßig. Ja. Paff, paff, paff. So, vorne das Zielkreuz, ne? Ja, genau. Das ist cool. Da werden Jungen gegrillt. Okay. Drei. Ja, das ist die Marke. Frank hat nicht gelogen. Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme dran gekommen. Achso, ich glaube, ich weiß nicht mehr. Die nächste Mission ist in der Mitte.
Warum hatte ich den Problem? Weil ich einen Energiepunkt hatte. Einen! Und zwar auch beim zweiten Modul, weil ich hatte einen Energiepunkt, wo ich mir da sicher war, dass ich mehr hatte. Das war ein Bug von meiner DVD-Spielkack. Motz. Und ich. Wenn ich jetzt nach rechts blicke, also die ganze Zeit nach rechts, nach links, damit. Nix. Nix, verdammt. Wollte ich mir jetzt zeigen, dass mal ein Blinklicht ist. Naja, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Ich habe natürlich das andere schon abgefahren oder so. Nee, weil es ist diese vollkommen scheiße los. Sieht auch, ja. Das ist vielleicht sehr vorne rechts der Blinker. Und dafür ist links keiner. Ah ja, genau, den gibt's jetzt hier. Gut, und selbst? Gut, aber so ein Kerl aus Hoboken hat meinen Kumpel zusammengeschlagen. Ein Typ aus der Black Cat Bar. Ihm sollte mal jemand eine Lektion erteilen. Ist so gut wie erledigt. Würdest du das machen, Tom? Ach, den verprügeln muss. Aber er schieße nicht. Du sollst ihn nicht töten. Schlag ihn nur windelweich, bis er im Gelände liegt. Wenn du das tust, gebe ich dir dafür auch ein echtes Ausstellungsstück. Ah, wie sieht der Kerl denn aus? Oh, er ist ein echter Gorilla. So ein Typ in der Black Cat Bar. Du erkennst ihn dann schon. Er heißt Big Stan. Richte ihm aus, es ist eine Lektion von Carlo. Okay, wird gemacht. Das ist der Carlo? Ich denke nicht. Das ist eine Lektion von Carlo. Den ich steige jetzt hin. Wir wollen Appetit letztendlich. Oder ist der Carlos? Das ist Carlo. Hast du gut gemacht? Ja, ne, dafür soll das gelobt werden von mir. Hast du geschafft? Hast du was mit ernst gemeint, das Lob? Weil ich hab's was? Gemacht, damit du die Fresse hältst. Aber okay. Ja, das ist so. Ja. Naja, so. Du bringst uns nach oben. Als ob der Wagen noch da steht, den du da geparkt hast. Zum einen das und zum anderen das Land, das ich in den Bordstein eingestellt so. Habe. Ach so. Der war ja gleich verlabert. Ups, ups. Ich schätze mal, wenn eine Ladepause war, dann wird das nicht mal alles reset. Das ist nur gesagt, damit du keinen Content treffen brauchst wegen der Musik. Richtig. Wir können es ja auch noch andere Themen einfach mal so teilen. Das ist ja unglaublich. Zum Beispiel. Zum Beispiel war. Was kaufe ich gleich mit Kaufland ein? Capri-Sonne. Capri-Sonne? Kommst du auf Capri-Sonne? Weiß ich nicht. Capri-Sonne. Ich sehe hier nichts, was auch im Entferntesten an Capri-Sonne erinnert. Außer eine Apfelschorte und eine Mandarine. Und da auch wirklich nur im Entferntesten. Das könnte man jetzt überlegen, dass man das auf der Capri-Sonne auf den du sie in der Hand gehalten hast, muss ich auf der Capri-Sonne gebacken sein. Der Briefs. Finger AIDS. Ja, viele sagen ja, du darfst jetzt mit keinem Zugang. Weil du steckst dich an. Nur muss man dabei wissen, wenn du dich über Speicher anstecken willst, musst du eigentlich in den ganzen Jahr Speicher trinken. Und das vor der Konzentration ist. War es das nicht gedacht? Ja, ne? Das macht doch keiner. Ach, vorhin noch so schön yellow. Um Fahrspringen! Oder wenn du eine Runde hast, ne? Als ob ich aus Vorkommen kann. Dann sieht die Sache ja noch vielleicht schon anders, wenn es so frisch ist. Ich weiß nicht, ob ich schon ein Gut. Ich verstehe auch nicht, wie die Konzentration und Speicher sind. Das ist die Hörer. Das ist gemein, wenn wir eine gute Lösung haben. Nein, ich meine, es ist nicht, wenn du als Nicht-Aids haben da. Das ist wenn der Aids-Mensch. Das ist der neue Name. Wenn der Aids-Mensch. Wenn der Erkrankte eine offene Wunde im Mund hat, weil der die Bock hat, auf Rasierklingen zu kaufen oder so. Drei Minuten vor dich küsst. Dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja. Das ist ja auch. Du schaffst es einfach nicht. Oh, dann wärst du dir mit dem Boot gefahren. Ja,
tatsächlich mit Boot fahren? Außer in der Mission. Ich muss. Genau, du die einfach mit deinem Gewicht runter, die Brücke. Was passiert doch? Ja, das ist immer. Gas. Oh, keine Power hier wagen, genau. Nur Schafsal schon mal. Es klebt sich da fest drauf. Schade. So. Unser Leck. Hat er mal. Hast Antibi eigentlich immer aus? Ist momentan oder? Nee, ist halt. Weil am Anfang hat er richtig gemeckert, aber wahrscheinlich, weil die Updates gezogen wurden. Ne? Direkt. Ja, ja, genau. Nach neuem System und so. Das wäre jetzt irgendwie ganz Zeit immer Werbung. Das kostet so. So. Wenn du dir die natürlich kaufst, hast du keine Werbung drin. Dann kauf sie dir doch. Nein, das heißt nicht, das heißt. Nee. Das will ich stehen. Hast du noch eine Waffe oder so? Ja. Du hast ja ein Rohr gekriegt. Ein Schuh. Steigt mal überall, wenn ich jetzt die Waffe nicht gucke, weil die Zeit hat. Ja, sind wir, ja. Wie ist das? Also, dieser ein Typ, der dich da verprügeln wollte, weißt du? Ja, ja, hast du die Waffe von dem? Achso, nee, die musst du nicht in den Reiter noch umsteigen. Achso, okay. Also, ja, ich war danach nur im Stuhl. Ja. Big Stan? Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von Carlos. So, willst du es ausschließen wie er oder was? Nein, ich nicht. Scheint dein Glückstag zu sein. Wichtig ist jetzt,